dicker Nebel lag über dem Mezurfluss, zog in milchig weißen Schwaden durch das Tal, kroch träge hinauf zu den Spitzen der Gros-Ventre-Berge. Winnetou. Hier am Ufer des Mezurflusses hatten wir ihn auf seinen eigenen Wunsch hin begraben. Damals, vor vielen Jahren. Winnetou, der größte aller Apachenhäuptlinge, dessen Ruhm die Trommeln über die Savannen und Felsengebirge getragen. Meine Gedanken verloren sich in die Vergangenheit, bis hin zu dem Tag, da aus Feinden Freunde wurden und er mich Bruder nannte. Mein Bruder Charlie ist ein großer Krieger und ein weiser Mann im Rat. Was Old Shatterhand denkt, sei fortan auch Winnetous Gedanke. Und was Winnetou will, das sei auch der Wille Old Shatterhands. Wir sind Brüder. Meine Seele ist wie die seinige. Aber ich werde ihn nicht sehen, wenn ich einst in die ewigen Jagdgründe komme. Wo ist der Himmel meines Bruders? Einsam, wie aus dem Nichts, drang der kehlige Schrei eines Geiers, entfernt, plötzlich ganz nah. Der Flügelschlag des Geiers mahnte mich an den Augenblick. In meiner Begleitung befand sich junger Adler, ein Unterhäuptling der Mescaleros. Schweigend stand er neben mir, fühlte, dass Erinnerung mich überwältigte. Junger Adler kennt die Gedanken Old Shatterhands. Er liest sie in seinem Gesicht. Er weiß um seine Freundschaft mit Winnetou. Unzählige Male hat er am Lagerfeuer von den Abenteuern gehört, die die Stammesältesten zu berichten wissen. Junger Adler möchte genauso werden wie Winnetou. Will ihm Old Shatterhand dabei helfen? Mein roter Bruder hat mein Wort. Danke. Der große Manitou halte seine Hand über dir. Old Shatterhand war lange Jahre im Wigwam seines Vaters, jenseits des großen Wassers. Doch die Apachen wussten, er würde wiederkommen. Und er ist zur rechten Zeit wiedergekommen. Alle Apachenstämme und alle Völker der roten Männer, die mit ihnen in Frieden leben, sind auf dem Weg zum Mount Winnetou, um die Idee des großen Häuptlings der Apachen zu verwirklichen, künftig ein einziges Volk zu sein in Frieden und Freiheit. Ich weiß von dem Zug der roten Männer nach dem Mount Winnetou. Tatella Sata hat mir vor einigen Wochen diese Botschaft über das Meer gesandt. Uff. Tatella Sata, der Bewahrer der großen Medizin? Kennt ihn Old Shatterhand? Ich bin ihm nie begegnet. Ich war sogar der Meinung, er existiere nur als Name, nicht als Person, bis ich seinen Brief in Händen hielt. Tatella Sata. Ist dies nicht ein Name aus der Taos-Sprache, der wörtlich übersetzt 1000 Sonnen bedeutet? Ja. Doch niemand könnte das Alter von Tatella Sata bestimmen und niemand weiß, wo er geboren wurde. Er gehört keinem einzelnen Stamm an. Er wird von allen roten Völkern gleich hoch verehrt. Er ist keines Menschen Feind. Sein Denken und Fühlen ist Gerechtigkeit. In seiner Seele wohnt die Weisheit des großen Geistes. Er wird am Mount Winnetou die Stämme zu einem Volk vereinen. Was aber ist mit den feindlich gesinnten Stämmen? Werden sie das Treffen nicht zu stören versuchen? Sie werden. Comanchen, Sioux, Utahs und Kiowas haben sich verbündet, um die Idee des Friedens in blutigem Kampf zu ersticken. Es heißt, dass die Häuptlinge sich in 3 Tagen am Devil's Pulpit, der Teufelskanzel, beraten wollen. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Wir müssen es schaffen, vor ihnen am Devil's Pulpit zu sein, um sie belauschen zu können. Was war das? Ein Tier? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Old Shatterhand glaubt... Es wäre möglich. Falls das vorhin ein Späher war, müssen wir unser Ziel erreichen, bevor er die feindlichen Häuptlinge von unserem Kommen unterrichten kann. Junger Adler weiß Wege, die keiner kennt. Mein Bruder Old Shatterhand kann mir vertrauen. Hau! Dann komm. Wir wollen sofort aufbrechen. Mein Bruder, junger Adler, mache seinem Namen Ehre und fliege mir voran. Oh. Denke sich ein plattes Dach, in dessen steinernes Geländer aus schweren Felsbrocken besteht. Dieses Dach ist mit Bäumen und dichtem Gebüsch besetzt, so dass man, wenn man oben steht, von unten nicht gesehen werden kann. Tritt man an das Geländer heran und schaut hinab,
sieht man, wie die Felswand fast senkrecht in die Tiefe fällt. Jetzt standen wir auf diesem Plateau und tief unter uns lag die Teufelskanzel. Inmitten eines fast runden Kessels ragte sie wie eine Insel aus einem trockengelegten See. Wir sind am Ziel. Ist Old Shatterhand mit mir zufrieden? Mehr als das. Denn wir haben noch einen ganzen Tag Zeit, uns umzusehen und mit dem Terrain bekannt zu werden. Dort unten im westlichen Teil der Schlucht, das ist die Kanzel. Und jene kleinere Erhebung im östlichen Teil nennen die roten Männer Chamanitu, das Ohr Gottes. Also eine zweite Kanzel. Warum nennt ihr sie das Ohr Manitus? Man sagt, dass Manitu auf der kleinen Kanzel höre, was der Teufel auf der großen spricht, trotz der weiten Entfernung. Trotz der weiten Entfernung das Ohr. Warum wundert sich Old Shatterhand? Manitu ist alles möglich. Gewiss, das bestreite ich nicht. Aber je mehr ich darüber nachdenke und mir die Beschaffenheit des Talkessels betrachte, ist junger Adler bereit, mit mir zusammen ein Experiment zu machen. Old Shatterhand mag mir sagen, was ich tun muss. Gut. Wir steigen jetzt hinunter zur Talsohle. Dann begibt sich mein roter Bruder zur Teufelskanzel, während ich zum Ohr Manitus gehe. Sobald junger Adler die Kanzel erreicht hat, spreche er mit ganz normaler Stimme irgendwelche Worte. Wenn die Sonne hinter den Höhen untertaucht, treffen wir uns hier oben wieder. Hat mein Bruder mich verstanden? Auch wenn junger Adler den Sinn von Old Shatterhands Experiment nicht versteht. Er wird genau das tun, was sein Bruder gesagt hat. Hau! Der Abstieg mit den Pferden glückte ohne nennenswerte Schwierigkeiten. Wir trennten uns in der Mitte der Talsohle, junger Adler ritt in westlicher, ich in östlicher Richtung. Kaum am Ohr Manitus angekommen, vernahm ich auch schon die Stimme des Apachen. Es hörte sich an, als stünde er unmittelbar hinter mir. Meine Vermutung hatte sich bestätigt. Die Kanzeln waren so beschaffen, dass man jedes Wort, das auf der Teufelskanzel gesprochen wurde, am Ohr Manitus deutlich hören konnte. Von hier aus die Versammlung der Häuptlinge zu belauschen, musste ein wahres Vergnügen sein. Ich forderte über die Entfernung den jungen Adler auf, zu unserem Ausgangspunkt zurückzukehren. Er war völlig verwirrt, als ich auf dem Hochplateau wieder mit ihm zusammentraf. Ich versuchte ihm das Geheimnis der Kanzeln zu erklären, aber für ihn war ich ein Zauberer, dessen Stimme, wie die des großen Geistes, durch die Wolken drang. Wir warteten, warteten, warteten. 2 Tage lagen wir auf der Lauer. Dann, im Licht der untergehenden Sonne, sahen wir sie. Sie ritten einzeln hintereinander im prächtigen Federschmuck der Häuptlinge. In ihrem Gefolge ungefähr 200 Krieger. Die Spitze hielt Dusaka Savage, der Häuptling der Utas, gefolgt von Tokai Chun, dem Häuptling der Comanchen. Dann Kiktahan Shonka, der Häuptling der Sioux. Und zu guter Letzt, seine gelähmten Beine wegen aufs Pferd gebunden, Tangua, der Häuptling der Kiowas. Im Schutz der Dunkelheit stiegen wir hinunter in die Ebene, legten uns in der Nähe der kleinen Kanzel zur Ruhe. Beim ersten Frührot waren wir wach. Eine mächtige Stimme drang vom Devil's Pulpit zu uns herüber. Meine Brüder mögen hören, die Beratung der Häuptlinge begann. Wir sind hier zusammengekommen, um zu verhindern, dass Winnetou, dieser Hund von Apache, noch über seinen Tod hinaus über uns triumphiert. Hallo. Die Apachen sind allesamt die niederträchtigsten der roten Männer. Aber der Gipfel dieser Niederträchtigkeit ist ausschließlich von Winnetou und Old Shatterhand, seinem Freund, erreicht worden. Und diesem Winnetou soll jetzt ein Denkmal gesetzt werden. Auf dem Berg, der nach seinem Namen benannt worden ist. Ein Denkmal von purem, glänzendem Gold. Und von wem soll es gefertigt werden? Von Young Surehand und Young Apanachka, deren Väter Verräter an der ganzen roten Rasse und nichtswürdige Geschöpfe der Bleichgesichter sind. Noch ist das Denkmal erst aus Ton gebildet. Aber es soll bereits am Mount Winnetou ausgestellt werden. Und die Häuptlinge aller roten Nationen sind aufgefordert, dorthin zu kommen, sich das Steinbild anzusehen. Und Tatenazata will die roten Völker zu einem einzigen vereinen. Ich frage meine Brüder, wer soll denn der Anführer dieses Volkes sein?
Ein Apache? Nein. Und nochmals nein. Diese nichtswürdigen Söhne der roten Rasse. Warum können sie das Kriegsbeil nicht aus den Händen legen? Ist nicht Blut genug geflossen im Kampf zwischen den Bleichgesichtern und den roten Kriegern? Junge Adler, halte seine Erregung zurück. Denn auch wenn wir leise sprechen, ist es möglich, dass man uns drüben auf der Teufelskanzel hört. Geht da an, Tschonka, der Häuptling der Sioux kann die Empörung seiner Krieger verstehen. Wir werden die wahnsinnige Erhöhung Winnetous nicht zulassen. Es wäre gerecht, einem Uta- oder Sioux-Krieger ein goldenes Denkmal zu setzen, nicht aber einem kläffenden Köter vom Rio Pecos. Fluch den Apachen! Fluch Winnetou und seinem Blutsbruder Old Shatterhand, denen Tangua es zu verdanken hat, dass er ein Krüppel ist. Jedem wahren roten Krieger muss das Blut kochen, wenn er zusehen soll, wie man einen Kojoten zum Helden macht. Wie der Orkan, der vom Meer her über das Land hereinbricht, werden wir über die Verräter der roten Rasse am Mount Winnetou herfallen und sie in ihrem eigenen Blut ertränken. Tangua, der oberste Häuptling der Kiowas, hat gesprochen. Hau! 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 Tokai Chun, der Häuptling der Comanchen, schließt sich den Worten Tanguas an. Wir werden das Verderben zu Mount Winnetou tragen mit der Gewalt des Sturmes. Hau! 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 Mein Bruder, listige Schlange, ist zurück. Welche Botschaft bringt er? Ich muss dich warnen, Tosaga Saretsch. Dich und alle, die hier versammelt sind. Warnen? Vor wem? Vor eurem ärgsten Feind. Vor Old Shatterhand. Er ist zurückgekommen? Ja. Und er kommt hierher. Woher weiß listige Schlange das? Ich konnte ihn am Grab Winnetous belauschen. Dann haben wir uns nicht getäuscht, Old Shatterhand. Das Geräusch, das uns aufschreckte. Ja, es war kein Tier, sondern ein Speer. Ja. Ist Shatterhand allein? Nein. Er ist in Begleitung eines jungen Mescalero-Apachen, der junger Adler heißt. Shatterhand? Will er etwa in diesem jungen Adler einen neuen Winnetou heranzüchten? Es soll ihm nicht gelingen. Dem Marterpfahl, dem er so oft entkommen ist, entgeht er diesmal nicht. Tod dem Bleichgesicht Old Shatterhand! Tod! 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 Dem Bleichgesicht Old Shatterhand! Wer war das? Was war das? Schurken! Das ist kein Mensch. Kein Mensch. Wissen meine roten Brüder, was man in alten Wampums über die Kanzel des Teufels, auf der wir uns befinden, lesen kann? Tangua meint, dass auf alten, vergilbten Papieren steht, dass hier der gute Geist alles hört, was der böse Geist spricht? Ja, Tokai Chun. Ob er es war, der eben gesprochen? Der gute Geist? Mit euch! Unmöglich! Tosaga Saretsch bleibt nicht länger an diesem Ort. Kitan Schonka auch nicht. Helft mir aufs Pferd. Ja, lasst uns fliehen von diesem Ort, bevor uns die Strafe Manitus trifft. Vorwärts, Krieger! Mein Pferd, helft mir! Tangua kann doch nicht gehen! Fliegt! Dieser Kojote. Sie reiten davon, als wäre der böse Geist hinter ihnen her. Was für ein Mann ist Old Shatterhand. Auch wenn junger Adler das Rätsel nicht begreifen kann, dass die Stimmen der Häuptlinge in seinen Ohren klangen und Old Shatterhands Stimme bis hinüber zur Teufelskanzel drang. Eines weiß ich. Manitou hat in deiner Seele Wohnung genommen. Mein roter Bruder überschätzt mich. Aber es ist jetzt keine Zeit, ihm die Gesetze der Akustik dieser Talebene zu erklären. Wir müssen zum Devil's Pulpit, um aus den Spuren der Geflohenen zu lesen, wohin sie geritten sind. Junger Adler, möge mir folgen. Uff, drei Lanzen stecken noch in der Erde. Die mit den schwarzen Federn gehört Tangua. Da, die mit dem bunten Tosaga Saretsch und die dritte mit dem Fuchsschwanz Tokai Chun. Ja, meine Stimme hat sie so erschreckt, dass sie in ihrer Verwirrung die Zeichen ihrer Häuptlingswürde vergaßen. Nur Kiktahan Shonka, der Sioux, hat seine Lanze mitgenommen. Aber mein Bruder sehe sich die Waffen genau an. Uff, die Medizinen. Ja. Ihre Medizinbeutel sind an die Lanzen gebunden. Ja, damit sind sie uns in die Hände gegeben.
Wir nehmen die Medizinen an uns. Denn ihr Besitz gibt uns Macht über unsere Feinde. Uff, da im Sand liegt noch etwas. Zwei kleine Hundepfötchen. Sie gehören zur Medizin Kikdahan Shonkas. Kikdahan Shonka heißt wachender Hund. Die Pfötchen gehören ihm. Junger Adler weiß das genau. Der Häuptling trug sie an den Gürtel genäht. Wahrscheinlich hat er sie in der Eile verloren. Heute ist Manitou wahrhaftig auf unserer Seite. Aber jetzt gilt es sofort aufzubrechen. Der große Geist hat uns die Medizinen der Feinde geschenkt. Nichts kann sie retten. Au! Uff, wir werden verfolgt. Noch ist die Staubwolke weit hinter uns, aber sie werden uns einholen. Wie viele Reiter schätzt mein Bruder? Es sind ungefähr 50 Pferde, die mit ihren Hufen den Boden der Savanne pflügen. Da! Jetzt teilen sie sich. Sie wollen uns einkreisen. Eine Flucht ist nicht möglich. Unsere Pferde sind zu müde. Wir erwarten sie dort hinter dem Felsen. Uff! Es sind Krieger der Apachen. Gott sei Dank. Brrr. Old Shatterhand und junger Adler brauchen keine Gefahr zu fürchten. Tilata, der Häuptling der Apachen, ist hier, mit wichtiger Botschaft. Old Shatterhand grüßt seinen roten Bruder Tilata. Wie lange ist es her, dass er ihn sah? 10 Winter sind seitdem ins Land gezogen. Aber jetzt herrscht große Freude an den Ufern des Gila. Der weiße Häuptling der Apachen ist zurückgekehrt. Hau. Hau. Mein Bruder sprach von einer Botschaft. Ja. Tatella Sata schickt dir durch mich dieses sprechende Papier. Danke. Doch woher wusste Tilata, wo er mich in der Weite der Savanne zu suchen hatte? Seit Old Shatterhand wieder über das Meer kam und den Fuß auf unsere Erde setzte, wacht das Auge Tilatas und seiner Krieger über ihm. So ist es der Wille Tatella Satas, des Bewahrers der großen Medizin. Was für eine Botschaft schickt er mir? Tilata weiß nicht, was das sprechende Papier sagt. Er weiß nur, dass Old Shatterhand, bevor er zum Mount Winnetou reitet, das Grab Inchu Chunas aufsuchen soll. Die Botschaft Tatella Satas wird ihm Aufschluss geben. Mein weißer Bruder, meine erste Nachricht hat dich also erreicht. Du bist nach dem Westen gekommen. Auch wenn weder du mich noch ich dich je gesehen habe. Und wenn ich nie den Laut deiner Stimme vernahm, so wie du nie den Klang der meinigen hörtest. Heute schreit meine Angst über Savannen und Felsengebirge zu dir. Komm und rette deinen Winnetou. Man will ihm ein Denkmal setzen. In Gold soll er erstarren auf dem Berg, der seinen Namen trägt. In kriegerischer Pose soll er in den Himmel ragen. Abscheulicher Gedanke. Winnetou braucht kein Denkmal. Es ist bereits geschaffen durch ihn selbst. Und darum reite, bevor du hierher kommst, nach dem Nugget-Ziel. Die mittlere der 5 großen Blaufichten wird zu dir sprechen und dir sagen, was ich diesem Papier nicht anvertrauen kann. Ihre Stimme sei dir wie die Stimme Manitus, des großen, ewigen und allliebenden Geistes. Wird junger Adler Old Shatterhand zum Nugget-Ziel begleiten dürfen? Wenn es der Wunsch meines Bruders ist, mag er mit mir kommen. Und was wird Tilata tun? Der Weg Old Shatterhands ist auch der Weg Tilatas. Hau! Vorwärts, Krieger der Apachen! Rauer Herbstwind wirbelte Laub auf, fegte es vor sich her über die Lichtung, die von den scharfkantigen Felsen der Mugwort Hills umschlossen wurde. Wir standen an der Westseite des Grabmals von Inchu Chuna. Hier, am Grab des Häuptlings, da wo die Erde etwas eingesunken ist, hat hier Old Shatterhand damals das Testament Winnetous ausgegraben? Ja. Noch nachdem ich Tatella Satas Brief gelesen habe, frage ich mich, ob ich damals nicht zu oberflächlich grub. Charlie,
Du wirst Gold zu sehen bekommen, viel Gold sogar. Aber es ist nicht für dich bestimmt. Wenn ich im Kampf falle, so suche das Grab meines Vaters auf. Wenn du an seinem Fuß, genau an der Westseite, in die Erde gräbst, wirst du das Testament deines Winnetou finden, der dann nicht mehr bei dir ist. Ich habe meine Wünsche aufgezeichnet und du wirst sie erfüllen. Das Gold. Aber es ist nicht für dich bestimmt. Der weise Manitou hat dich nicht geschaffen, um in Reichtum zu schwelgen. Dein starker Körper und deine Seele sind zu besseren Berufen. Ja, es muss etwas vorhanden sein, das er mir ganz persönlich zugedacht hat. Die Blaufichten, von denen Tatella Sata schreibt. Die Blaufichten? Ja. Was ist mit ihnen? Komm mit, junger Adler. Ja. Tilata mag hier mit seinen Kriegern auf uns warten. Wir sind da. Ein Baum sieht aus wie der andere, nur dass der mittlere die anderen überragt. Und dieser Baum, diese Fichte soll zu dir sprechen? Wie denn? Ihre Stimme sei dir wie die Stimme Manitus. Vermag Old Shatterhand diese zu hören? Ich glaube ja. Junger Adler, betrachte die mittlere Fichte genauer. Es gibt da unten einige dürre Zweige. Zähle sie von unten nach oben und zeige mit dem Finger darauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Halt! Betrachte diesen sechsten dürren Zweig. Ist das auch Fichte? Nein. Das ist der Zweig einer Tanne. Merkt mein Bruder jetzt, dass der Baum zu reden beginnt? Entferne den Zweig. Zieh ihn heraus! Ja, er ist nur in ein Bohrloch gesteckt. Und jetzt versuche, ob sich die Rinde ablösen lässt. Ja, ganz leicht. Und dahinter befindet sich ein Loch. Eine Höhlung. Greif hinein. Ja, und jetzt verschließe die Klappe wieder und bring mir den Brief. Danke. Es sind die Schriftzüge Tatella Satas. Will Old Shatterhand mich die Stimme des Baumes hören lassen? Ja, auch wenn das, was hier steht, eher beschämend für mich ist. Hör zu. Warum suchtest du nur nach tödlichem goldenen Staub? Glaubtest du wirklich, Winnetou habe der Menschheit nichts Besseres hinterlassen? War Winnetou, den du doch kennen musstest, so oberflächlich, dass du es verschmähen durftest, in größerer Tiefe zu suchen? Dies sind genau die Gedanken, die Old Shatterhand vorhin am Grabe in Chuchunas erwogen hat. Sie kamen mir leider viele Jahre zu spät. Doch jetzt bin ich überzeugt, dass wir noch mehr und viel Wichtigeres finden werden, als ich damals gefunden habe. Fünf Tongefäße von quadratischer Gestalt grub ich aus der Erde. Jedes der Tongefäße enthielt in Leder eingeschlagene Manuskripte. Von Winnetous eigener, mir wohlbekannte Handschrift. Dazu ein an mich gerichteter Brief. Charlie, mein lieber Bruder, ich bete zum großen allgütigen Manitou, dass du kommst, um dir diese Bücher zu holen. Und wenn du sie beim ersten Mal verfehlst, weil du nicht tief genug gräbst, so bin ich doch gewiss, irgendwann wirst du sie finden. Denn sie sind nur für dich, für keinen anderen. Ich habe nur zu Tatella Sata davon gesprochen, dass die Tongefäße hier vergraben liegen, damit sie, falls du aus irgendeinem Grund nicht kommen solltest, dennoch nicht verloren gehen. Und nun öffne mir dein Herz und deinen Geist und vernimm, was ich dir sage. Mein Bruder Old Shatterhand mag mir verzeihen, wenn Tilata ihn beim Lesen unterbricht und zum Aufbruch mahnt. Aber der Weg nach dem Mount Winnetou ist noch weit. Und wir müssen ihn erreichen, bevor die feindlichen Stämme dort eintreffen. Hau!
gleich einem gigantischen, weit über 1000 Meter aufsteigenden Riesendom, dessen Türme in perspektivischer Verjüngung im geheimnisvollen Blaugrau des Westens verschwinden, zeigte sich uns nach 8 Tagen Ritt der Mount Winnetou. An seinem Fuß, hoch über dem Tal des Klekitoli, des Weißen Flusses, breitet sich ein freier Platz aus, der durch mehrere Stufenreihen in eine obere und eine untere Hälfte geschieden ist, die jetzt beide mit Hütten und Zelten besetzt waren und in ihrer Gesamtheit eine ganze Stadt bildeten. Aus der Stadt heraus bewegte sich ein prächtiger Zug auf uns zu. Es waren ungefähr 50 Reiter, auserlesene, junge Männer, alle genauso gekleidet, wie einst Winnetou sich zu kleiden pflegte. Aus ihren Reihen löste sich, von einem schneeweißen Maultier getragen, ihr Gebieter, das Haupt unbedeckt, mit silberglänzendem Haar, das zu beiden Seiten bis auf die goldenen Steigbügel niederfiel. Er parierte sein Tier und überflog uns mit prüfendem Blick. Wer von euch ist Old Shatterhand? Ich bin es. Man sagte mir, du seist ein Greis geworden. Du bist keiner. Das Menschenleid kann zur Matrone werden, doch nie die Menschenliebe, die uns vereint. Tatelasata heißt dich willkommen. Hau. 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 Meine roten Brüder mögen meine Stimme hören. Hier an meiner Seite steht Old Shatterhand. Ich, Tatelasata, bin die Sehnsucht der roten Völker, die nach Osten schauend auf Erlösung warten. Und Old Shatterhand ist der anbrechende Tag, der über Länder und Meere wandert, um uns die Zukunft zu bringen. Was gibt es? Pida? Der Häuptling der Kiowas? Will er den Frieden unseres heiligen Berges stören? Pida kommt als Bote seines Vaters und seiner Verbündeten. So mag Pida sich setzen und dann sprechen. Pida muss stehen. Nur der Friede darf sich niederlassen. Meine Botschaft gilt Old Shatterhand. Es ist lange her, viele Sommer und viele Winter, dass die Häuptlinge Tangua, Tokai Chun, Tusaga Saric und Kiktahan Shonka von Old Shatterhand gezwungen wurden, danach zu trachten, dass er ausgelöscht werde aus der Reihe der Lebenden. Er entkam ihnen. Er lebt noch. Er hat es gewagt, wieder in ihr Land zu kommen und die Pfade zu betreten, die seinem Fuß verboten sind. Er muss sterben. Dafür wollen die Häuptlinge von ihrem ursprünglichen Plan, das Treffen der übrigen Stämme hier am Mount Winnetou in einem letzten großen Kampf zu zerschlagen, Abstand nehmen. Jetzt, da sie wissen, dass Old Shatterhand zurückgekommen ist, fordern sie nur sein Leben. Aber die Zeiten des Marterpfahls sind vorbei. Und so wollen sie ihm Gelegenheit geben, sich vom verdienten Tod zu erretten. Sie wollen mit ihm kämpfen. Pida ist gekommen, ihn zu diesem Kampf einzuladen und aufzufordern. Was antwortet Old Shatterhand mir? Ich bin nie der Feind auch nur eines roten Mannes gewesen. Ich habe weder Hass noch Tod verdient. Aber weil ich die Berühmtheit der Häuptlinge kenne und ihr weiß gewordenes Haar achte, will ich sie nicht durch eine Absage beleidigen. Ich bin bereit, mit ihnen zu kämpfen. Old Shatterhand ist immer noch der Alte. Er hat nie Furcht gekannt. So höre er, was die Häuptlinge fordern. Die Waffe ist das Gewehr. Er hat mit einem jeden der 4 Häuptlinge zu kämpfen. Geschossen wird im Sitzen. Den ersten Schuss hat stets der Ältere. Der zweite Schuss fällt genau 1 Minute nach dem ersten. Wenn die 4 Gänge mit den 4 Häuptlingen vorüber sind, und Old Shatterhand ist noch nicht tot, werden sie von vorn anfangen. Das sind die Bedingungen. Old Shatterhand mag sie erwägen. Sie sind bereits erwogen. Wer befiehlt die Schüsse? Ich. Wenn dieser sinnlose Kampf schon stattfinden muss,
wird Tatella Sata darüber wachen. Hau! Um die Mittagszeit des nächsten Tages rückten sie an. Das Los ergab, dass meine Gegner in folgender Reihe auf mich zu schießen hatten. Tusaga Saric, Tokai Chun, Kikta Hanschonka und Tangua. In ihren Mienen glänzte das Bewusstsein des sicheren Sieges. Tatella Sata erhob sich. Tatella Sata, Old Shatterhand mag uns die Torheit dieses Kampfes zeigen, damit die, die nach uns kommen, nicht mehr tun, was ihre Ahnen taten. Der Sieg sei dein. Der erste Kämpfer ist Tusaga Saric, der Häuptling der Kapote Utas. Ich bin bereit. Die Zeit ist da. Mein Bruder, junger Adler, hänge mir jetzt den Medizinbeutel des Utas um den Hals. Was hat Old Shatterhand vor? Tu, was ich sage. Gut. Es beginne. Feuer. Was ist los? Hat Tusaga Saric der Mut verlassen? Meine Medizin! Schieß, Tusaga Saric! Schieß! Auf meine eigene Medizin schießen? Wo hast du sie her? Wer gab sie dir? Frag nicht, sondern schieß! Ich kann nicht schießen. Ich darf nicht schießen. Wer seine eigene Medizin erschießt, erschießt sein ewiges Leben. Die Minute ist vorüber. Old Shatterhand mag schießen. Tusaga Saric, fahre in die ewigen Jagdgründe! Uff, nein! Nicht schießen! Tusaga Saric ergibt sich, Old Shatterhand! Und wie ist das mit den übrigen dreien? Junge Adler, reiche mir die Medizinbeutel der Häuptlinge Tangua und Tokai Chun. Nun, wie steht es mit euch? Old Shatterhand ist listiger als die Schlange und räudiger als der Schakal. Er hat uns ohne Kampf die Waffen aus der Hand geschlagen. Wagt ihr dennoch den Schuss? Noch sitzt meine Kugel im Lauf. Und sie wird ihr Ziel nicht verfehlen. Nicht so voreilig, Kikta Hanschonka. Auch deine Medizin ist in meinem Besitz. Sieh her. Halbe Medizin wirken nicht. Die Hälfte fehlt. Nein, sie fehlt nicht. Sie ist hier. Kikta Hanschonka mag sich überzeugen. Da. Sieh dir die Hundepfötchen genau an, wachender Hund. Sind räudige Kojoten allmächtig? Wer gab dir das, was ich verloren habe? Niemand gab es mir. Ich habe alle eure Medizinen gefunden. Auf den Stufen der Teufelskanzel. So hast du uns dort belauscht? Ja. Uff. Mir endlich eine Kugel, Old Shatterhand. Tangua mag die Schande nicht länger ertragen. Ein Häuptling, dem man seine Medizin gestohlen hat, ist besser tot. Ich will deinen Tod nicht und auch nicht den deiner Brüder. Blickt euch um. Eure roten Brüder sind hierher gekommen, um sich gegenseitig zu schwören, ein einziges, großes Volk zu werden, das Kriegsbeil zu begraben. Kein Stamm soll sich künftig mehr gegen den anderen erheben. Wenn ihr bereit seid, euch unter das Banner des Friedens zu stellen, so sollt ihr eure Medizinen wiederhaben und uns willkommen sein. Tangua. Wo Young Shurhand und Young Apanatschka das Denkmal Winnetous errichtet haben. Ich weiß, Tatella Sata ist sehr unglücklich über dieses Standbild. Und auch ich bin der Meinung, dass es ganz und gar nicht im Sinne Winnetous wäre. Hat der weiße Häuptling der Apachen die Stimme der Blaufichte vernommen und Winnetous Vermächtnis geborgen? Ja. Darüber ist mein Herz voll Freude. Denn in diesen Schriften ist die Seele Winnetous zu finden. Lebt er weiter, mitten unter uns. Ja, Tatella Sata. Was war das? Es hörte sich an wie die Stimme Manitous, die als Donner durch die Wolken dröhnt. Das Denkmal. Es ist... Was ist damit? Junger Adler mag sprechen. Es ist in die Tiefe gestürzt.
Winnetou hat gesprochen. Tatelasata, den man die 1000 Jahre nennt, ist gerechtfertigt. Und Old Shatterhand kann glücklich sein, dass der Anblick des steinernen Winnetou sein Auge nicht betrübte. Pida, was bringt er diesmal für eine Botschaft? Tangua, mein Vater, der Häuptling der Kiowas, lässt euch durch meinen Mund sagen, dass er und mit ihm Kiktahan Chonka, Tursaga Saric und Tokai Chun den Frieden annehmen, den Old Shatterhand bietet. Darf Pida hinzufügen, dass er in Old Shatterhand nie seinen Feind sah, sondern ihn stets als einen großen Krieger achtete. Pida dankt dem großen Geist, dass endlich die Feindschaft, die so viele Jahre vom Herzen seines Vaters Besitz ergriffen hatte, erloschen ist. Hau! Die Trommeln schwiegen nicht in dieser Nacht. Sie trugen die Kunde der nun zu einer Nation vereinten roten Völker, deren oberster Häuptling Junge Adler war, über Savannen und Felsengebirge. Ich stand etwas abseits, an den Hauptturm des Mount Winnetou gelehnt. In meinen Händen hielt ich Winnetous letzten Brief. Charlie, der große, gütige Manitou führte uns zusammen. Wir sind nicht zwei Wesen, sondern eins. Wir werden es bleiben. Es gibt keine Macht auf Erden, die stark genug ist, dies zu verhindern. Auch das Grab gähnt nicht zwischen uns. Ich werde seine Tiefe überspringen, indem ich in diesem meinem Vermächtnis zu dir komme und für immer bei dir bleibe. Du warst mir Geist und Seele, Herz und Wille. Ich danke dir. Ich bin dein Winnetou.